Geil! Ne? Timer braucht ihr auch an der Stelle nicht, ihr lernt hier nichts, gar nichts. Ah! Oh! Ah! Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Kochstream. Ist es schon an? Es ist schon an und es ist schon live. Alter. Wir Hilfe, richtig, sendet Hilfe, richtig, bitte, ich möchte richtig, hier raus. Richtig Bock, Alter, was Geiles zu kochen. Wir haben nämlich heute was richtig Krasses geplant. Mittlerweile ist wieder der liebe Folter, der sich blöderweise in der Feser Official um... Ich weiß nicht, können wir da später wieder drüber reden, was das soll? Nein! Ja, wir haben heute vor, Veggie-Burger zu machen. Dazu brauchen wir natürlich eine Menge Gemüse, weil Vegetarier-Spasten wie ich natürlich nur Gemüse essen und nichts anderes. So. Es wird Zeit, dass ihr aussterbt. Sollte ja, mehr Digga, du stehst in einem Holzfällerhemd, Alter. Ja, das will ich. Ich finde, ihr solltet alle aussterben und außerdem hat die AfD ja auch nicht nur schlechte Punkte im Wahlprogramm. Ganz genau, Daniel. Das hat keiner gesagt. Das war eine sehr blöde Verallgemeinerung. Leute, nee. Du siehst aber heute echt Redneck hier aus, weißt du was? Weißt du, was noch schlimmer ist? Pass auf, warte. Ach du. Wenn ihr lange Haare habt, bindet die nach oben und legt die Kappe drüber. Was noch schlimmer ist, ist das hier. Ach du Ach du. Das ist richtig Redneck. Junge, Alter, ich hab einfach ein asozialen. Warte, ich kann jetzt. Bekanntlicherweise beginnen wir natürlich heute wie immer mit den Getränken. Daniel ist heute auf Asozial unterwegs. Ich habe heute für ganz einfach, weil ich keinen Bock mehr habe, Cocktails zu mixen, die richtig nach Pisse schmecken. Wir haben es nicht immer hinbekommen. Sagen wir so, wie es ist. Ich habe mich heute für einen guten Gin Tonic entschieden. Ich habe Roku Gin hier, das ist ein japanischer Gin. Sehr, sehr lecker und natürlich noch ganz klassisch eine frische Flasche Bombay Sapphire. Und dazu gibt es noch ganz kurz, ich habe mir verschiedene Tonic Water geholt, Leute. Der feine Herr. Damit ich hier richtig dumm dastehe, wenn ich sage, ich trinke Amaretto mit Apfelsaft, ja? Ja, fein. Kommen wir gleich zu. Cool. Ich habe mir hier ein Tonic Water mit Basilikum und Limette geholt. Ein weiteres italienisches Tonic Water mit Limette. Und hier noch einen ganz starken italienischen Dry Tonic, der extrem trocken ist, aber auch ganz nice ist. Und da versuche ich jetzt einfach mal mit einem kleinen Stück Gurke und ein bisschen Eis hier einen vernünftigen Gin Tonic zu machen. Ja. Was trinkst du heute, mein Bruder? Amaretto Apfelsaft. Gut. Sonst? Gibt's Sangria. Alter, Digga, du bist wirklich... Heute bist du echt ein richtiger Penner, weißt du das? Viel Spaß beim Entertainment. Sehr, sehr gut. Perfekter Tonic. Wir fangen tatsächlich an mit den Zwiebeln, würde ich sagen, für die Soße, denn... Sollen wir nicht... Okay, ja. Hör mir zu, pass auf, weil die Zwiebeln... Ich habe die Soße nämlich jetzt schon einmal gemacht. Die Soße ist denkbar einfach, aber es gibt da ein paar kleine Sachen, die wir beachten müssen. Wir brauchen auf jeden Fall Mayo, Ketchup und Dijon-Sess. Schaut an alle YouTube-Kacke-Fans da draußen, ihr wisst, was ich meine. Wir brauchen eine komplette Zwiebel, eine Schwiebel dafür. Und Gewürzgurken brauchen wir und das war's schon. Die Zwiebel muss allerdings langsam karamellisieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Und Butter brauchen wir. Du magst die einmal aus dem Kühlschrank holen. Haben wir, ja. Nur mit einer geilen Zwiebel wird das auch eine geile Soße. Ich habe die jetzt schon einmal gefreestyled hinbekommen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffe. Mein Bruder kann bezeugen, die Soße war geil. David? Nein. Daniel, wie fein kannst du eine Zwiebel würfeln? Ja. Wir machen noch dazu Ofenkartoffeln, also Veggies quasi. Denkbar einfach, ihr müsst nicht mal die Kartoffeln schälen. Ihr wascht die, schneidet die Stellen weg, die hässlich sind. Dann werden die klein geschnitten, da kommt ein bisschen Öl drauf, Gewürze und dann kommen die einfach für eine Stunde in den Backofen. Wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall genug Öl dran tut bei den Kartoffeln. Ich hätte genau das Gegenteil gesagt. Nee, finde ich nämlich nicht, weil sonst werden die nämlich zu trocken tatsächlich. Sonst aber ich finde die geil, wenn die so ein bisschen knusprig sind. Ja, ein bisschen crispy, genau, aber halt auch nicht zu matschig. Das ist eine Gratwanderung. Dazu gibt es auch einen ganz einfachen Trick. Wir haben nämlich hier irgendwo eine Tupper-Schüssel. Ich packe nämlich hier alles an Gewürzen und Öl rein und dann schüttel ich das ein bisschen. Ja, aber dann hast du nämlich alles schön verteilt. Weißt du, was ich meine, ne? Ja. Kurzer Lifehack auch für Kartoffeln. Ihr nehmt die einfach, legt die hin, und geht mit dem Messer einmal durch die Mitte. Dann könnt ihr hier so faule Stellen könnt ihr rausschmeißen und eurem Küchenpartner zuwerfen. Geil! Ne? Sind jetzt Küchenpartner? Wir sind nicht nur Küchenpartner, mein Süßer. Oh. Auch an der Stelle hier kann ich nur an das Feature Twitch Prime erinnern. Digi, guck mal, die werden hier tamriesig machen. Ja, das ist aber geil. Ich mag's groß. Wie offensichtlich du hier diese braune Stelle an der Kartoffel einfach übersiehst. Die bleibt dran. Das Braun ist das Gute. Das ist wie eine Banane. Ja, da kommt die ganze Kartoffel. So. Alle sind hier wegen der Sause. Aua, ich habe mir den Finger geschnitten. Ja, verdient. Glaubst du, Tobi, guck mal, wenn ich mir jetzt in den Finger schneide beim Kochen, kriege ich dann auch darauf 5 Mio Views? Ja. Also ich denke 2. Die schalten dann direkt ein, die Leute. Auf, und gucken, das geht. Guck da, keiner hat's gesehen. So, ich schneide jetzt hier mal ganz kurz die Kartoffeln und. Warte, ich leg die Kartoffeln? Hier so. Ich schneide hier mal ganz kurz so. Und dann packen wir das mit. Ah! Oh. Perfekt, oh. Super. Für die Backkartoffeln, Leute, ja? Ganz einfacher Hase. Das klingt jetzt richtig dumm, ja? Aber ihr nehmt wirklich einfach alles an Gewürzen, was ihr habt. Aber nur alles. Gute, ja? So viel Öl, ne, sag ich mal. Ja, okay. Ja, bisschen mehr Kuhmiger. Fett ist Geschmacksträger. Fett ist Geschmack. Bisschen Öl da drauf, bisschen Öl da drüber. Nee, dann läuft der Hase so. Jetzt ich raste aus. An der Stelle hier einfach mal ein bisschen
Garlic und Spice drüber, Garlic und Chili drüber. Dann habe ich hier Hähnchengewürz. Passt einfach das was. Ist hier, was? Leute, ihr müsst übrigens wissen, Hähnchengewürz ist dein Favorite. Wenn ich Rührei mache oder so, kommt direkt. Pack mal Hähnchengewürz. Es ist aber, pack mal Hähnchengewürz. Ja, es ist geil. Du bist Vegetarier, Boy. Ja, aber merkst ich kann doch trotzdem Hähnchen schmecken und nicht essen. Nee, das nee, ist nicht nee, der nee, Lifehack. Nee. Das ist die gleiche Würze wie beim Hähnchen. Ja. So. Dann kommt dazu ein guter Schuss Paprika für die Farbe. Willst du das Salz klein machen? Hä? Mit dem Messer? Mit einem Salz zerkleinerer. Und mit einem Salz? Mit du hast Salz zerkleinerer? Ich davor, mein Nachbar ist Salz zerkleinerer vom Beruf. Hauptberuflich, ja? Nee, arbeitet in im Salzbergwerk? Nee. Springt das da raus? Der ist hauptberuflicher Hobby mit Salz zerkleinerer. Okay. Kannst du doch schütteln, dir mal hier schön einen von der Palme rausrollen. Soll ich das nicht erstmal ganz zumachen? Das geht nicht ganz zu, das ist kaputt. Das geht nicht ganz zu. Ja. Oh mein Gott, ja, wie lustig, deine älteren Geschwister. Ehre genommen. Boi, wie würzig machst du die? Das ist die Paprika, das ist nur die Farbe. Ich schwöre bei Gott, inshallah, wallah, auf mein... Ja, ist richtig. Ich bin raus. Magst du den Ofen vorheizen? Der Ofen ist, glaube ich, noch warm von deiner Pizza. Ich habe keine Pizza gegessen. Au! Tat nicht weh. So, wichtig ist, dass sie gut verteilt sind, ungefähr so. Rein in die Olga. Tat kurz weh. Sollen wir den Timer stellen? Nein, wir gucken einfach drauf. Timer braucht ihr auch an der Stelle nicht, ihr lernt hier nichts, gar nichts. Nice. Ich fange jetzt mal an hier mit der Sauce, ja? Pass auf. Gut. Also, wir brauchen eine Pfanne. Wir brauchen eine Pfanne. Die machen wir auf ganz, ganz niedriger Basis, ja? Ein kleiner Tropfen Öl. Ein kleines bisschen. Ein kleiner Tropfen, das sind 10 Liter, du Bastard. Zwiebeln werden hier ganz, ganz leicht in der Pfanne gedünstet. Bisschen angemacht. Ein bisschen sexualisiert, so. Hey, ne? Ah! Du verdienst jeden Schmerz, den du dir hier gerade selber zufügst. Das alles. Ist so eine Scheiße, Mann, das ist. Dieses Geräusch wollen wir ganz, ganz kurz nur hören. Ja, ich habe das jetzt auf 9 gestellt. Die Zwiebeln werden einmal quasi geöffnet durch die Hitze. Die Poren. Das ist wirklich so. Das ist richtig. Das habe ich so gelernt. Die Zwiebeln werden geöffnet. Leute, merkt euch das. Das ist prüfungsrelevant. Die Poren werden geöffnet durch die Hitze. Die Zwiebeln. Und jetzt kommt hier einen guten Düppen Butter dazu, ja? Und dann muss das jetzt erstmal ungefähr, ich glaube, eine halbe Stunde köcheln. Also wirklich ganz, geil, ganz leicht. Ich finde es geil, wenn du einfach so einen richtigen Trash-Talk beschreibst. Ne? Also wenn du einfach, du redest von Sachen, von denen du keine Ahnung hast. Und ich hab's aber schon mal gemacht. Als Wahrheit aus. Es ist aber richtig, was ich mache. Es ist einfach geil. Daniel hat sehr viel mit Romata gemeinsam. Wer ist das jetzt schon wieder? Alter, Romata ist der hässlichste Mensch der Welt, wirklich. Danke, Chad, danke. Am Ende kommt da ein kleines bisschen Zucker dazu. Wichtig ist, dass die Zwiebeln immer wieder geschwenkt und gewendet werden. Die müssen so einen leicht goldgelben Ton haben. Und dann kommt da oben drauf ein bisschen Zucker, die karamellisieren. Und dann kann man das richtig schön in die Soße mit reingeben. Cool. Mit den Gürkchen. So, wir machen die Veggie-Patties natürlich selber. Dafür brauchen wir, sehe ich hier gerade, ich habe keine Ahnung, was wir brauchen, aber ich sehe es. Wir brauchen Kidneybohnen, dann Möhren, ja. Knoblauch mit Zwiebeln. Das wird alles klein geschnitten und dann in der Pfanne ein bisschen angebraten. Dann kommt dazu Kidneybohnen, die werden gestampft und Haferflocken mit ein bisschen Sojasauce und noch ein, zwei Gewürzen. Dann kann man sich aus der ganzen Pampe nachher so Patties formen. Und die müssten eigentlich geil schmecken. Wir nehmen dann vielleicht doch den Thermomix. Sorry, hier steht eine 2000 Euro Küchenmaschine, lass uns die nicht benutzen. Ja, dann machen wir richtig, machen wir neun. Wow! Und das ist genau die Konsistenz, die wir so, haben. Wir könnten so eine richtig schlechte Commercial nachmachen, ne? So von wegen so dieses Shopping-TV. Wow! Warte mal. Sehen Sie dieses Endprodukt! Wow! Also wie gesagt, zwischen 3, 4 oder 1, 2, je nachdem wie stark euer Herd ist, das muss leicht köcheln, ne? Ganz leicht. Bläschenbildung in der Pfanne. Ne? Du hast Bläschen gesagt. Wenn das hier alles schön klein gehackt ist, also ihr könnt das ja mal sehen, haben wir jetzt quasi eine schöne Möhren-Zwiebel-Knoblauch-Mixe. Schreibt mal in den Chat, was wir kochen sollen nächste Woche, Leute. Ganz wichtiges Ding. Ha? Creator-Code Revinza beim Thermomix-Kauf. Ja. Sind die schon goldgelb, die Zwiebeln? Nee. Bro, das Knoblauch macht meine Augen kaputt. Mutter, ich sehe nichts. Aber guck mal, die werden schon goldgelb. Siehst du das? Ja. Ich habe noch nie so viel Liebe in irgendwas reingesteckt wie diese Zwiebeln. Das klingt so falsch, Alter. Ich habe schon viel Liebe irgendwo reingesteckt. Was? So, wir schauen aber ganz kurz auf die Zwiebeln, Leute. Kleines Close-up auf richtig sexuell. Oder? Also, der nächste Schritt ist also die Möhrenpampe mit der Kotzepampe hier vorne von den Bohnen zusammenzuschmeißen. Ja. Ungefähr gleich dies. Und dann kannst du es auch vorne im Thermomix natürlich mischen. Also, die sind jetzt schon richtig schön cremig, so die Butter ist hier gut eingekocht. Na, ich würde jetzt mal sagen, das ist fast goldgelb. Nicht komplett, aber es ist in Ordnung. Ne? Es wird. Es ist in Ordnung. So, jetzt wird es ein bisschen heikel. Da haben wir nämlich nicht viel Zeit für. Pass mal auf, was wir brauchen. Das ist ganz wichtig. Wir machen das jetzt mal hier auf 6, machen wir den Herd. Feiner Zucker.
Es ist wichtig, dass es feiner Zucker ist. Also er könnte auch wirklich ein bisschen mehr feiner Zucker reinmachen. Nicht zu viel, aber nicht zu wenig. So. Und jetzt heißt es die ganze Zeit den Zwiebeln eine Menge Beachtung schenken, ja? Okay. Gebt euch Mühe. Denkt, dass diese Zwiebeln eure Freunde sind, die ihr nicht habt. Tut so, als hättet ihr wirklich eine sexuelle Beziehung zu diesen Zwiebeln. Auch habe ich mit dabei. Jetzt lassen wir das ganz leicht karamellisieren in der Pfanne. So, wir haben jetzt unsere Bohnen mit den... Das ist quasi die Mixe aus den Bohnen und den Karotten. So, da. Da kommt jetzt 2 Teelöffel Dijon-Senf. Dijon. Dann 2 Esslöffel Tomatenmark. Wichtig ist jetzt bei den Zwiebeln hier, dass die golden brown werden, so wie Heroin. Wenn ihr es ein bisschen süßer mögt, könnt ihr gerne noch ein kleines bisschen Zucker hinzufügen. Nee. Auf jeden Fall kommt dann zu mir hier in das Zeug, kommt noch neben dem Tomatenmark und dem Dijon-Senf ein bisschen Sojasauce. Dijon. Dann gehackte Petersilie, das werde ich jetzt gleich noch kurz machen. Kann man gehackte Petersilie nehmen. Damit da noch ein bisschen Textur reinkommt, weil wir haben die Bohnen jetzt sehr klein gemacht. Haferflocken. So, dann natürlich Salz und Pfeffer. Und Tobi, wieso übergibst du dich? Das war's dann erstmal. So, schau mal hier, Leute. Zwiebel karamellisieren. Wie gesagt, ein schön goldenbrauner Tang muss das sein hier, ne? Tang. Hat mir ein bisschen jetzt Zucker hinzu. Zwiebel ist geil. Alles mit der Soße. Wir brauchen als Basis für die Soße, Leute, Tomatenketchup. Und zwar nicht zu wenig. Mach mal hier so. Tomatenketchup. Eine Menge Tomatenketchup. So. Dazu zum Tomatenketchup. Wir sind von der Mayonnaise. Fett. Strick das Ganze. Kannst du mir nicht ins Gesicht spucken, nein, in Zeiten von der Epidemie, das wäre ein Traum. So, bisschen Mayo da rein. Schön miteinander vermengen, damit wir so eine orangene Farbe haben. So ein bisschen Cocktailsoßenmäßig, ne? Ein kleines bisschen Senf. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ein bisschen mehr Senf. Was sagst du dazu? Bisschen heavy on the Senf, aber ja. Ja, da können wir noch ein bisschen Ketchup hinzupacken. Das ist ja kein Problem. So ungefähr sieht es aus. Dann formt ihr daraus einfach Patties, bratet die an und dann, müsste das schon funktionieren. Zwiebeln schwenke ich jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen heißer an, damit die schön karamellisieren, braun werden. Die Zwiebeln sind wirklich das Geschmacksträger-Ding hier. Das reicht jetzt soweit, dann kommt diese ganze Mixe, kommt einfach hier in die Soße rein. Und jetzt haben wir einmal hier eine geile Zwiebel-Cocktailsoße. Aber damit natürlich nicht genug. Das verrühren wir natürlich jetzt nochmal schön untermengen. Und jetzt kommen oben drauf noch die gehackten Gurken. Sind auch richtig wichtig. Sag was zu dieser Soße. Die Konsistenz ist echt strange, aber sonst lecker. Also Leute, einfach Patties formen. Dann schön anbraten und hoffen, das ist jetzt auch gerade mein Punkt, dass ich einfach hoffe, dass die Dinger zusammenhalten. Ja, Milchshakes, da gibt es auch eigentlich nichts zu können. Das ist Vanilleeis mit Sahne, mit Vanille und ich habe jetzt mal Orangen rausgeholt, weil du hast kein anderes Obst im Kühlschrank. Banane habe ich doch hier. Banane hast du ja. Ja, Banane ist doch geil, Alter. Warte mal. Dann mache ich jetzt erstmal ein bisschen Bananenpüree. In den Milchshake kommt einfach rein Milch. Okay. Sonst einfach ganz normales Vanilleeis, Milch und vielleicht ein bisschen Vanilleschoten haben die Jungs jetzt mitgebracht. Ihr könnt sonst auch Vanillezucker nehmen oder so. Wir haben, glaube ich, von der Konsistenz her irgendwas vergeigt, könnte man sagen, weil die werden halt, nee, die werden aber nicht, ja okay, sie brechen teilweise und werden halt nicht ganz fest. Aber das ist ja, wer will schon einen festen Burger haben? Das muss ja bröckeln im Mund. Nein. Doch. Nein, muss es nicht. Du hast einfach, du hast deinen Job heute verkackt. Hab ich jetzt hier gekocht oder du? Die Burger sehen echt ganz gut aus, aber die Konsistenz gefällt mir halt nicht. Ne? Wir hätten, glaube ich, irgendwie noch was Bindemäßiges reinpacken sollen, sowas wie Ei oder so. So, wir laden die Burger nochmal ab. Das ist so eine Pampe, ne? Achso, du kannst mal, wenn du gerade nichts zu tun hast, ne? Du kannst mal Salat schneiden und so. Salat schneiden, die Paprika schneiden, dass wir das ein bisschen anbraten können. Oder? Gehört ein bisschen. Ist das jetzt der mit dem Basilikum oder nee, der mit ohne? Das ist der Dry, der ganz normale. Ein sehr trockener Gin Tonic. Aber mit der Vanillenote drin. Boah! Ist stark, oder? Boah, Junge! Ja, ist ein bisschen. Ich hasse Gin Tonic. Ist stark auch, ne? Pass auf, ich habe jetzt hier ein Glas Milkshake für dich, okay? Ja, wenn da jetzt Alkohol drin ist, ne? Oh Gott, der sieht gut aus. Und das ist Freestyle, ja? Ich sag das nur mal so, das ist Freestyle. Also du hast quasi Milch mit Sahne und Vanilleeis zusammengeschüttet und erwartest, dass ich das jetzt lobe für als eine große Entdeckung? Oder, also... Milkshake is ready. Cheers. Muss mehr Eis rein, aber ist geil. Digga, der ist Killer. Muss mehr Eis rein. Nee, ich finde mehr Banane. Nee, mehr Junge, Banane. Nee, nein. Das doch. Ist, nee, du bist raus. Ja, Leute, ich bin mit diesem Pizzastein, das ist nur eingebrachter Käse, im Zug hier hingefahren. Pizzastein ist da. Pizzastein. Kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr mal das Pizzagame upsteppen wollt, Pizzastein. Pizzastein. Wenn ihr euer Pissgame upsteppen wollt, Urinstein oder Nierenstein, ist auch geil. Ich lebe seit 20 Jahren damit und ich find's geil. Bin ich ehrlich. Sonst alles klar bei dir? Hier seht ihr einmal wunderschöne Potato Wedges. Bisschen verbrannt, genau richtig. Burger Buns. Ja.
Burger Buns werden teilweise getoastet. Du kannst den Salat noch schneiden. Nee, Digga, ich kann sowas nicht. Nee, du kannst nicht. Räum musst du auf. Nee, ich räum ja, auf. Die sehen echt gut aus, die Patties. Das Problem ist halt einfach nur so, ihr seht halt, die halten nicht wirklich die Form. Du hast die da reingemacht und die sehen jetzt so aus. Ich esse das Ding trotzdem. Guck mal, wie die aussehen, Alter. Jetzt nicht wieder auf die Cam wechseln. Ja, Leute, das ist aussehen, Alter. Das ist gut braun. Können wir weg? Nein, schmeiß sie nicht weg. Salat ist fertig. Den werden wir jetzt ein bisschen waschen. Warum ist Revier ein Zimt? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, schmeiß am besten bitte den Käse auf die heiße Herdplatte. So ist gut, ja. Look at this, right? You see it, right? We got cheese on this bitch. Gönn dir rein. If you hate him of Burger Sauce. Wahrscheinlich ist Patty zu trocken, die Burger Sauce perfekt, oder? Ist gut. Ist wirklich ich gut. Ich glaube ich einfach überall hängen im Gesicht, aber ist geil. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Stream. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Endergebnis erzielen können. Wir haben beide, glaube ich, einen relativ angenehmen Pegel. Und jetzt heißt es erstmal fressen. Fressen und aufräumen. Das würde ich euch ersparen. Deshalb heißt es an der Stelle auch Wiedersehen, meine Freunde. Sagt bitte, dass die Soße gut ist. Bitte, wirklich gut, ja. Hat schon ein bisschen was von der Big Mac-Soße, ja. Aber ist geil. Ja, Mann, das ist eine richtig geile Burger. Schreibt geil, uns gerne, wie gesagt, eure Ideen auf Instagram. Macht's gut, Leute. Auf Wiedersehen.